Herzlich willkommen zur Sketchbibel. Unser heutiger Evangeliumstext muss einer der Momente gewesen sein, in dem Jesus mal echt die Faxen dicke hatte von all den frommen Besserwissern, die meinen ganz genau zu wissen, wie das geht mit Gott, dem Leben und dem Glauben und die ihren religiösen Mitmenschen nur allzu gerne schwere Lasten auflegen. Im ersten Teil des Textes wendet sich Jesus genervt an Gott. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das alles vor den Besserwissern und Klugscheißern verborgen und es lieber den Kleingeistigen offenbart hast. Dieses Druckablassgemotze wendet sich dann aber doch recht schnell in ein Lobgebet für die anderen, die sich eben nicht selbst für besonders schlau halten und die bereit sind, sich auf ungewohnte Worte und neue Wege einzulassen. Wie Kinder, die sich an einen Erwachsenen, oft Vater oder Mutter, wenden, wenn sie nicht weiter wissen. Oft wissen wir als Erwachsene auch nicht, wie es weitergehen soll. An wen wenden wir uns dann, wenn es schwer wird, komplex und überfordernd? Wenn uns die Dinge über den Kopf wachsen und wir einfach erschöpft sind und nicht mehr können? Und für genau diese Kindermenschen hat Jesus ein Angebot. Kommt alle her zu mir, die ihr es schwer habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Klingt das nicht ungeheuer wohltuend und verheißungsvoll für alle Gestressten und Überlasteten? Für alle, die geschafft, erledigt und am Ende ihrer Kräfte sind? Einfach mal nur in Ruhe gelassen werden. Denn wie der Kalenderspruch sagt, nur der in Ruhe gelassene Mensch kann in Ruhe ein gelassener Mensch werden. Aber wir wissen natürlich, unsere Lasten, Aufgaben, unsere Verantwortung, Erfahrungen und Erinnerungen können wir nicht einfach so abgeben. Es geht also wohl eher darum, wie wir damit umgehen und zurechtkommen, ohne dass wir daran kaputt gehen. Jesus nimmt uns also die Last nicht ab, aber er hilft uns, sie zu tragen. Aus dem Joch soll zumindest ein leichteres werden. Das Joch ist ja eigentlich ein Hilfsmittel für Zugtiere, um die Last zu verteilen. So wie der Hüftgurt eines Wanderrucksacks die Last vom Rücken auf das stärkere Becken verteilt. Es geht also nicht darum, das Tragen der Last generell zu vermeiden, sondern sie möglichst schmerzfrei und aufrecht zu ertragen. Franz von Sales sagte mal, macht es wie die Kinder. Mit einer Hand halten sie sich an ihrem Vater fest und mit der anderen pflücken sie Erdbeeren am Waldrand. Halte dich also stets an der Hand Gottes fest, während du mit der anderen Hand einsammelst, was du zum Leben brauchst, erledigst, was zu tun ist oder anpackst, wo es eben nötig ist. Aber hüte dich davor, die stabilisierende und aufrechterhaltende Hand Gottes loszulassen. Händchen halten mit Gott steht jetzt also so direkt nicht in der Bibel, aber vielleicht gefällt dir dieses Bild ja auch. Und damit einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal bei der Sketchbibel.